Sieht das nicht lecker aus? Dieses leckere Dinkel-Buttermilchbrot. Lassen wir uns gleich schmecken, aber vorerst zeige ich euch natürlich das Rezept. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Ja, dieses leckere Dinkel-Buttermilchbrot gibt es heute als Rezept ohne viel Schnickschnack. Wirklich super, super easy zubereitet und ihr braucht überhaupt nicht viele Zutaten. Ihr könnt aus diesem Rezept entweder hier so zwei kleine Brote zubereiten, so wie wir das machen, denn eins davon friere ich nämlich ein, das andere lassen wir uns gleich schmecken. Oder ihr könnt natürlich auch ein großes Brot zubereiten, das bleibt euch überlassen. Aus diesem Rezept bekommt ihr ein Brot von etwa 750 Gramm raus oder zwei kleine, etwa 375 Gramm. Dafür benötigen wir folgende Zutaten. Wir brauchen 375 Gramm Dinkelmehl Typ 630 und 125 Gramm Dinkelmehl Typ 1050. Falls ihr das 1050er Dinkelmehl in eurem Supermarkt nicht findet, könnt ihr es auch 1 zu 1 durch das 630er Dinkelmehl ersetzen. Außerdem benötigen wir 21 Gramm frische Hefe, 12 Gramm Kräutergewürzsalz und ich verwende hier dieses Alpensaline Brotzeitgewürzsalz. Ihr könnt alternativ natürlich auch ein anderes Kräutergewürzsalz verwenden. Außerdem benötigen wir noch 330 Milliliter lauwarme Buttermilch. Die Zutaten werden einfach alle in den Rührtopf eurer Küchenmaschine gegeben und 7 Minuten bei niedriger Geschwindigkeitsstufe geknetet. Nach der Knetzeit solltet ihr eine Fensterprobe machen. Für die Fensterprobe nehme ich mir ein Stück Teig heraus und ziehe es ganz dünn auseinander. Und wenn es so dünn ist, dass ihr fast durchschauen könnt, der Teig nicht sofort reißt, dann ist er fertig geknetet, wird zu einer Kugel geformt. Und ich lege ihn wieder in die Schüssel zurück, decke diese ab und lasse den Teigling für 60 Minuten an einem warmen Ort ruhen. Nach der Ruhezeit wird der Teigling in der Mitte einmal durchgeteilt. Da ich ja zwei kleine Brote mache, wenn ihr natürlich ein großes Brot backt, dann lasst den Teigling so, formt ihn direkt zu einer Kugel. Ich teile ihn nun in der Mitte durch und forme beide Hälften zu kleinen Brotlaiben. Diese lege ich nun in einen Topf, denn das Brot wird in einem geschlossenen Topf gebacken. Das kann ein Steinguttopf sein, wie in meinem Fall. Alternativ könnt ihr auch eine Auflaufform, einen Bräter oder einen anderen Topf verwenden. Wichtig ist, dass er einen Deckel hat und ofenbeständig ist. Die Oberfläche schneide ich noch etwa 1 cm tief mit einem scharfen Messer ein, bestäube die Oberfläche mit Mehl, gebe den Deckel auf die Schüssel und lasse die Teiglinge noch mal 15 Minuten ruhen. In der Zwischenzeit heize ich den Backofen auf 230 Grad Ober-Unterhitze vor. Gebacken wird das Brot schließlich etwa 45 bis 50 Minuten. Wenn ihr ein großes Brot backt, erhöht sich die Backzeit auf etwa 55 bis 60 Minuten. Auf einem Auskühlgitter sollte es vollständig auskühlen, bevor es angeschnitten und genossen werden kann.
Ja, meine Brote sind ausgekühlt. Eins friere ich jetzt gleich ein, das andere lassen wir uns direkt schmecken, denn es ist nicht von der Hand zu weisen. Definitiv frisch gebacken schmeckt es am allerbesten. Das Rezept zum Nachlesen findet ihr auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Den Link dorthin gibt es jetzt hier oben in der Infocard und ihr findet ihn auch hier unter dem Video in der Infobox. In die Infobox verlinke ich euch auch die Produkte, die ich verwendet habe, falls ihr euch für die Häusler Alpha Teigknetmaschine interessiert, aber auch meinen Steingut-Topf. Da muss ich allerdings dazu sagen, da gibt es ein Nachfolgemodell. Also wundert euch nicht, wenn ihr euch für diesen Steingut-Topf interessiert. Er hat mittlerweile eine etwas andere Form und andere Farbe, aber ich verlinke ihn euch auf jeden Fall mal in die Infobox. Genauso auch wie mein Alpensaline Brotzeitsalz, falls ihr euch dieses auch einmal anschauen möchtet. Wenn ihr nun noch ein weiteres Brotrezept von mir sehen möchtet, dann schaut doch mal hier oben vorbei, da verlinke ich euch ein weiteres Brotrezept von mir, ein super leckeres. Und wenn ihr mögt, hinterlasst mir doch ein Abo, klickt auf das Foto, denn so verpasst ihr kein Video mehr. Ich wünsche euch einen wundervollen Start in die neue Woche, einen wundervollen Tag und dann sehen wir uns ja vielleicht gleich in einem neuen Video. Macht's gut, tschüss!